Und hier kommt noch ein kleiner Zusatz für unseren Burger. Und zwar habe ich ja schon beim letzten Mal die verschiedenen Möglichkeiten gezeigt, den Burger zu füllen. Und dieses Mal zeige ich euch noch ein kleines Fleischstückchen für den Burger. Relativ einfach gemacht, besteht eigentlich nur aus festen Maschen. Und ideal für den Burger zum Beispiel, wenn ihr ihn ganz simpel gestalten wollt, einfach nur ein Salatblatt drauf, Fleisch dazu, Käse drauf, machen wir so rum. Und Burger zugeklappt. Ist doch auch ganz nett. Ist halt ganz simpel. Ihr müsst jetzt halt nur schauen, bei dem Fleisch ist wichtig, dass sich die Farbe einfach etwas unterscheidet vom Brötchen. Wenn ihr es genauso im selben Tonfall macht, dann, ja, es wirkt einfach nicht so gut. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel das andere Brötchen nehme, wenn man da dieselben Farben hat, das geht einfach unter. Also wirklich schon, wenn, dann würde ich es da eben dunkler machen und hier eben umgekehrt. Etwas heller. Ich finde fürs Fleisch passt dieses bräunliche, rötliche eh ganz gut. Okay, aber dann zeige ich euch ganz schnell, wie das funktioniert. Also, ihr nehmt wieder eure Wolle. Hierfür habe ich eben diese bräunlich-rötliche Wolle, ganz normale dicke Wolle genommen. Und ich häkle so wie das Brötchen auch mit einer 3,0 Nadel. Na, jetzt. Und dann macht sie einfach wieder einen magischen Ring. So. Theoretisch könnt ihr selber entscheiden, wie viele Maschen ihr wieder macht. Ich zeige euch einfach so mal, wie ihr diese Standardgröße passend eben zu der Größe von dem Burger, was ich jetzt gemacht habe. Und ihr entscheidet dann wieder selber. Hierfür ist es ähnlich oder fast genauso wie beim Brötchen, halt nur minimal anders. Wir machen 9 feste Maschen. So, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Zieht den magischen Ring dann wieder zusammen. So. Und wer möchte, kann natürlich in Kettmaschen weitermachen. Aber ich würde euch also raten, in Runden weiter zu häkeln, weil wenn es einfach so eine Scheibe ist, würde ich es jetzt mal sagen, dann sieht man die Kettmaschen ist nicht so schön. Also einfach wirklich in Runden weiter häkeln. Und ich zeige euch jetzt einfach so eine normale Scheibe. Theoretisch könnt ihr es ja doppelt machen, dreifach. Ihr könnt es wieder aufeinander und zusammen häkeln. Also da habt ihr Möglichkeiten, das Fleisch so aussehen zu lassen, wie es euch am besten gefällt. So, aber zurück zu den 9 festen Maschen. Diese erhöhen wir dann auf 18 feste Maschen. Dafür doppeln wir einfach jede Masche wieder. So, also einfach 2 feste Maschen in jede Masche rein. 2, 3 und 4, 5 und 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sich meine Wolle. So. 15, 16 und 17 und 18. Ich mache es meistens so, wenn ich das Fleisch mache, dass ich schaue, dass ich eben ziemlich dieselbe Größe habe wie beim Brötchen, wie man da schon erkennen kann. Eventuell mache ich es ab und zu etwas größer, dass es ein wenig rausschaut, aber ansonsten schaue ich, dass es ziemlich dieselbe Größe hat. Deswegen ist das Häkeln vom Fleisch eigentlich relativ simpel. Ihr macht es eigentlich fast ähnlich wie beim Brot. So, also wir haben jetzt 18 feste Maschen und bei denen bleiben wir noch mal ganz kurz und machen eine separate Reihe davon. So, die separate Reihe ist fertig und jetzt geht es eben wie beim Brötchen hoch auf 36 feste Maschen und dazu verdoppeln wir einfach wieder jede Masche. So, 2, 3 und 4,
5 und 6, 7, 8, 9 und 10, 11 und 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 und 36. So, und bei den 36 Reihen bleiben wir jetzt. So, und jetzt müsst ihr eben selber entscheiden, wie viele Reihen ihr noch weitermacht. Ich mache meistens zwischen 1 bis 2 weitere Reihen. Also jetzt beim letzten Mal habe ich jetzt einfach 2 weitere Reihen gemacht. Die mache ich jetzt wieder. Somit habe ich dann wirklich eine schöne Größe fürs Brötchen. Also ich mache jetzt schnell 2 weitere Reihen und dann zeige ich es euch gleich wieder. So, und somit ist mein Fleisch dann fertig. Es fehlt nur noch, dass man die Fäden eben vernäht. Und dann geht es eigentlich schon wieder ab aufs Brötchen. Und zwar, wie gesagt, also ich orientiere mich da immer an der Größe vom Brötchen, inwiefern ich das Fleisch eben mache. Und ihr könnt ja wieder drauflegen, was ihr möchtet. Ihr könnt theoretisch statt nur einem Fleischstückchen, so ausschauen würde zum Beispiel, könntet ihr noch ein Salatblatt drauflegen, nochmal ein Fleischbrötchen drauf, eventuell noch, na, Schinken vielleicht nicht unbedingt, schauen wir mal, vielleicht noch ein paar Tomatenscheiben dazu. Und fertig ist der andere Burger. Also ihr habt so wirklich viele, viele Möglichkeiten. Ihr könnt sie einzeln eben drauf tun und einfach mal ausprobieren. Oder ihr nehmt euch die Fleischstücke und näht sie einfach nur so zusammen. Dann habt ihr ein etwas dickeres Fleisch. Oder ihr füllt sie, dann schaut es natürlich auch wieder ganz anders aus. Also da könnt ihr dann wieder nach Belieben. So. So, könnt ihr euch wieder nach Belieben austoben. Aber ich finde, so in der Art ist das eigentlich relativ simpel gemacht, das Fleischstückchen. Es ist schön rund und es macht was her, glaube ich. Vor allem für Fleischliebhaber. Die brauchen ihr Fleisch und dann hat man es. Und eben wie in echt kann man die Burger dann eben mit jeglichen dekorieren, was man möchte. Ob Salat, ob Käse, ob Tomatenscheiben. Oder eben dann doch noch ein Schinken mit drauf. Das Einzige, ihr müsst halt aufpassen, dass es euch einfach nicht umfällt. Wenn der Burger dann soweit fertig dekoriert ist, einfach ab auf den Teller damit. Die Pommes wieder dazu. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch einfach noch ein Salatblatt dazu tun, was Gesundes. Ein paar Tomatenscheiben dazu. Vielleicht noch eine Gurkenscheibe. Dann habt ihr sogar noch etwas Gesundes dabei. Gut, ich hoffe, dieses kleine Extra hat euch soweit gefallen. Es ist relativ simpel zu häkeln. Ich dachte, ich zeige es euch einfach mal, weil Fleisch gehört doch hier und da mal dazu. Und wie gesagt, da habt ihr viele verschiedene Möglichkeiten. Gestaltet es, wie ihr es wollt. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich verlinke euch wieder die anderen Sachen dazu. Alles, was auf dem Teller ist. Und ich hoffe, es hat euch soweit gut gefallen. So, dann ist das Menü soweit fertig. Es ist relativ schnell gegangen, weil wir eben das meiste schon mal gehäkelt haben. Und dann freut euch schon mal aufs nächste Menü. Zwischendurch mache ich jetzt wieder ein paar einzelne Sachen und dann zeige ich euch wieder was Größeres. Falls jemand irgendwie einen Wunsch von euch hätte oder eine Frage, schreibt mir das einfach in die Kommentare. Und ansonsten lasst euch überraschen, was als nächstes kommt. Bis bald!